und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Jäger und schauen, was wir hier machen können. Vielleicht habt ihr schon gesehen, an der linken Seite befindet sich jetzt das aktuelle Deck. Allerdings scheint da irgendwie ein Fehler drin zu sein von der Software. Das heißt also logischerweise, wir haben unseren Waldwolf haben wir zweimal drin. Wir haben Fährtenlesen zweimal drin. Und da kommt auch schon unser Gegner. Wir bekommen eure Seele wird mir gehören. Lass die Jagd beginnen. Mag ich nicht. Wie Spielermoss. Den lassen wir drin. Den nehmen wir noch raus. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Wichtelschrott sein. Deswegen probiere ich hier mal ein bisschen auf Kreuzspur zu gehen. Ihr könnt nicht vorbei. Und er spielt gleich am Anfang einen Tank. Gut. Soll mir recht sein. Wir spielen Pferdenlesen. Und wir nehmen den Tier. Ah, ich hätte den Murloc. Scheiß. Gut, er spielt Adler. Und macht nichts. Gegen den kann er jetzt gerade nichts direkt setzen. Er kann keinen direkten Zauber drauf wirken. Irgendeine Figur hat er eh gerade nicht drauf. Das heißt, wir können nächste Runde dann entweder den ein bisschen buffen. Ja, geht leider nicht. Nehmt das! Er bufft ihn und geht mit ihm drauf. Gut. Den Zweier hätte ich natürlich gerne weggenommen. Deswegen spielen wir erstmal hier. Den 2-4er. Na gut, den haben wir so gut wie verloren. Wir haben ihn einfach verloren, aber dafür möchte ich ihn natürlich nicht opfern. Aber ich werde ihn wohl opfern müssen. Gut gespielt. Deswegen... Wir hätten auch warten können und das ich hätte dran liegen lassen sollen. Heute Morgen spiele ich echt schon Schrott zusammen. Das ist nicht mehr schön mit anzusehen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Er spielt einen Lehrling, zieht eine Kappe und geht mit zwei ins Gesicht gegangen. Die möchte er natürlich nicht hier reinlegen. Das heißt, nächste Runde spielen wir jetzt. Wir machen zwei Schaden auf ihn, damit er Schaden macht. Nehmen Ziegel weg. Wir spielen unseren Waldwolf und gehen mit 4 Schaden auf ihn los. Den guten Bracelet oder Bracket. Ich hätte hier eigentlich gern einen Tank gehabt. So. Muss das sein? Und er spielt einen Blutwichtel. Gut. Er hat uns ein Todesurteil gegeben. Für unsere Karte. Macht uns aber nichts, weil wir... Coinern. Sie werden nicht wissen, noch wie noch ein bisschen was drauf. Für die Schlacht, Mane. Und geben ihm auch noch mal ein bisschen was. Das war's. Und damit ist die Geschichte. So, es liegen 8 Schaden auf dem Board. Die Tore sind geöffnet. Und er spielt einen Tank.
4d6 Schaden. Ich hätte die gerne irgendwie anders genutzt, anders bleibt uns ja nichts. Und wir haben 12. Ich hätte sie 6 Schaden ihm noch drauf geben können. Dann wäre er bei 6. Warum? Er spielt einen Nährwandler. Gut. Der kann eh nicht viel, der nimmt. Der wird uns jetzt den hier wegnehmen. Und wir hoffen mal, dass wir hier vielleicht noch was aufbauen können. Vielleicht habe ich ja. Er wird jetzt an Bord holen. Bringt mir Stahl! Ah, er gibt dem verbloßen Wichtel eine drauf. Und wir haben... Oh, haben wir ein Dusel! Das ist ja echt nicht mehr schön. Wir brauchen 12 Schaden. Spielen eine Karte und ziehen. Und wir spielen hier nochmal. So. Und haben ein Megadus. So, jetzt rechnen wir mal. 2, 4, 6, 8, 10. Wir haben hier noch 2 Schaden. Damit nehmen wir ihn. So. Wir haben hier 6 Schaden liegen. Wir haben hier 8 Schaden. Wir kriegen den nicht weg. Der wird uns wohl alles reinhauen, was irgendwie geht. Den hier sollten wir eigentlich wegnehmen. Das heißt, Möglichkeit 1, ich spiele eine Eule. Verfliegt. Ich spiele eine Eule und nehme ihn raus. Zack. Oh! Die Schaden gehen komplett ins Gesicht. Das war's. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die nächste Runde überleben. Und schon haben wir es, weil wir haben hier unsere 3 Schaden. Und wir haben hier nochmal 2 Schaden, sind 5 Schaden. So viele Möglichkeiten. Ich beginne natürlich bei ihm das große Kartentraden. Mit ihm wird er zuletzt jetzt gerade noch was wegnehmen. Den hier auch noch wegnehmen lassen. Er probiert uns alles rauszuhauen, was irgendwie geht. Und spielt noch Fuß. Das heißt, wir müssen eigentlich nur 5 Schaden machen. Jetzt spielen wir noch ein bisschen mit ihm. Wir haben ja noch die Hände. Wir schauen noch, ob wir irgendeine schöne Karte haben. Die ist natürlich gemein. So, wir spielen ihn. Wir haben hier noch 2 Tiere. Jetzt muss ich nur nicht zu übermütig werden, wenn ich jetzt natürlich... So, noch.
Oh. Gott sei Dank habe ich nicht viel Schaden noch liegen. Auf in die Schlacht, Made! In zwei. Und wir brauchen nicht mehr einen. Gut, das war die Runde. Natürlich habe ich mal wieder komplett. Ah, das war so klar. Wenn man dann am Schluss noch probiert, noch so ein bisschen witzig zu sein, dann verzählt man sich natürlich bei seinem Mana. Aber ich denke, das wird euch auch schon mal gegangen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, wie wir das Deck weiter verbessern können oder was wir noch anders machen können, dann schreibt diese bitte in die Kommentare. Gebt ein Like, abonniert, macht was ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.